Ganz herzlichen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie das Wort Braunkohle hören und wenn Sie das Jahr 2038 hören, woran denken Sie da ganz spontan? Kohleausstieg. So, und jetzt steht da einer und will Ihnen was über Talentmanagement und Recruiting erzählen. Passt nicht ganz. Also vor 2-3 Jahren hätte ich auch noch gesagt, wenn ich Ihnen einen Vortrag halte über Restrukturierung, über Personalabbau, dann sind das so unsere Kernkompetenzen, wo wir also wirklich einen Beitrag leisten können. Aber warum eigentlich Talentmanagement, warum Recruiting? Das hat sich bei uns ein bisschen geändert in den letzten Monaten. Ich will es Ihnen auch gerne erklären. Und wir stehen da auch nicht alleine. Ich habe so einen ähnlichen Vortrag gehalten vor einem guten Vierteljahr in der Schweiz, bei der Schweizer Nuklearindustrie. Und da sieht man nämlich ähnliche Voraussetzungen. Es ist ein endliches Geschäftsmodell, aber wir haben gleichzeitig einen Generationswechsel. Und das führt dazu, dass man ganz, ganz viele widerstrebende Interessen hat, die man irgendwo sortieren muss und wo man sich als Unternehmen eine ganz eigene Strategie geben muss. Und deswegen ist das kein Role Model für Ihre Organisation, aber vielleicht können Sie an der einen oder anderen Stelle ein paar Denkansätze nachvollziehen und möglicherweise was davon mitnehmen. Den Werbeblock halte ich am Anfang ein bisschen klein, aber so ein bisschen müssen Sie wissen, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir machen. Wir gehören zu den Top 5 Stromproduzenten. Sie können ungefähr sagen, jede 10. Kilowattstunde, die in Deutschland gebraucht wird, die kommt von uns aus der Lausitz. Wir betreiben dort Tagebaubetriebe und Braunkohlenkraftwerke, übrigens die effizientesten weltweit, und haben mittlerweile wieder über 7000 Mitarbeitende und auch ca. 500 Auszubildende, die in verschiedenen, vor allem gewerblich-technischen Berufen bei uns ausgebildet werden. Und die ganzen Stromzahlen lasse ich mal weg, die werden für Sie wahrscheinlich nichts bringen. Aber das hier ist für uns ein wichtiger Punkt unserer Geschäftstätigkeit. Dieses Treppenmodell zeigt nichts anderes als die Wiedergabe der in einem tatsächlich einem Gesetz festgelegten Zeitpunkte, wann bei uns große Anlagen außer Betrieb gehen. Gibt eigentlich dem Personal eine wunderbare Planungsgrundlage, besser kann einem nicht passieren. Man weiß genau, wann geht die Anlage außer Betrieb, wie viele Leute arbeiten da, dann versetze ich ein bisschen von A nach B und alles funktioniert wunderbar. Theorie, Praxis, die Menschen gehen ja blöderweise nicht ausgerechnet dann in Ruhestand, wenn die Anlagen schließen. Und das führt dazu, dass wir im Moment, und jetzt kommen wir zum Punkt, einstellen müssen. Damit wir sicherstellen können, dass bis 2038 die Anlagen, die wir betreiben, auch noch weiter Strom liefern, den wir ja irgendwo auch noch brauchen. Nebenbei, und das wird nachher noch eine hohe Bedeutung bekommen, sind wir dabei, unser Unternehmen letztlich neu zu erfinden. Als Personaler sage ich da immer, es gibt drei Themen, die wir jetzt gerade gleichzeitig machen. Abbau, das können wir gut. Umbau, also qualifizieren, das ist das Thema Talentmanagement. Das müssen wir in Teilen wieder neu lernen. Und Aufbau, neue Themen nach oben bringen und zeigen, dass sich in der Lausitz was tut. Das tun wir mit zum Beispiel diesen Themen, mit unserer Strategie der Gigawatt Factories, wo wir auf konfliktfreien Flächen, das ist der Vorteil, den wir im Bergbau haben, wir haben Flächen, da ist so gut wie nichts. Die werden rekultiviert und da kann man perfekt das Thema Photovoltaik und Windenergie nutzen. Wir können nutzen unsere Skills, die wir im Kraftwerksbau haben, um H2-Ready-Gaskraftwerke zu bauen, um quasi die Speicherfunktion ergänzend zu den regenerativen zu entwickeln. Und wir können unsere bereits jetzt bestehenden Großbatterien auch zu Speicherzwecken und damit zur Grundlastfähigkeit der Erneuerbaren heranziehen. Das sind also echt spannende Themen, die da auf uns warten, von Wasserstoffmobilität, wo wir erste Themen gerade anpacken mit einzelnen kommunalen Partnern, eben bis hin zu neuen Techniken wie H2-Ready-Gaskraftwerken. Da ist viel Bewegung drin und dafür brauchen wir die entsprechenden Menschen. Da steckt jede Menge Energie drin. Ich fand den Satz vorhin sehr schön. Da, wo die Energie ist, da bewegt sich was. Genauso soll es auch bei uns sein. Wir haben an der Stelle vor, in den nächsten 7-8 Jahren bis zu 7 Gigawatt Factories jährlich eine Gigawatt Factory letztlich an erneuerbarer installierter Leistung zu realisieren. Das ist ein Riesenkomplex. Wir werden deutschlandweit die größten Photovoltaik- und Windparks in dieser Kombination in der Lausitz bauen. Und das Ganze vor dem Hintergrund einer Fachkräftesituation, die bei uns in der Region mit Besorgnis erregend nur gelinde umschrieben ist.
Ich will Ihnen da ein paar Zahlen mit auf den Weg geben, nur um die Situation zu unterstreichen. Das eine kennen Sie, wenn Sie selber in Unternehmen sind, die mit technischen Hintergründen befasst sind, dann wissen Sie, dass das Thema MINT-Berufe ein ganz heißes Eisen ist. Wir müssen da zusehen, junge Menschen sowohl in Ausbildungsberufen wie auch in Studiengängen für technische Berufe, für naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern. Das ist ein immens wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist, und das ist jetzt das Thema Lausitz, wir gehen davon aus, dass wir bei uns nach Studien bis zum Jahr 2035 mehr als ein Drittel aller Erwerbspersonen verlieren werden. Durch entsprechend starke Renteneintritte, aber auch durch wenig Nachwuchs aus den Schulen heraus. Und dazu muss man halt wissen, die Lausitz Brandenburg war direkt nach der politischen Wende von einem unglaublichen Wegzug geprägt. Das war das Thema erste Transformation der Energiewirtschaft. Dann sind ganze Energiebereiche, ganze Industriebereiche weggebrochen. Und wir hatten damals fast die geringste Geburtenrate in ganz Europa. Es gab ein Land in Europa, das hatte noch eine geringere Geburtenrate. Wer weiß es? Raten Sie? Der Vatikan. Der Vatikan, das einzige Land, wo wir noch eine geringere Geburtenrate. Also das heißt, diese Rahmenbedingungen, auch wenn Sie unsere Unternehmensdemografie sehen, wir haben dann bewusst mit einem Nachwuchsprogramm junge Menschen nachgezogen. Sie sehen aber so diese Delle zwischen 40 und 50. Und wir schieben eine ganze Menge älterer Kolleginnen und Kollegen dem Ruhestand entgegen und wissen also, wir werden nachbesetzen müssen. Wir haben da Handlungsdruck. Also, was zeichnet unsere Situation aus? Wir haben allgemein Fachkräftemangel. Wir haben das Thema demografische Entwicklung, die gerade in der Lausitz nochmal besonders heikel ist. Ist für mich so ein bisschen Role Model für das, was uns in Deutschland erwarten wird, noch in den nächsten Jahren. Ja, wir sind ein bisschen schneller, leider Gottes. Und wir haben einen Industriezweig, der nicht besonders attraktiv ist, sage ich jetzt mal, für einen Berufsanfänger. Wir haben dann gesagt, es gibt einige Punkte, die uns helfen. Das erste ist, und das wird sich durch den ganzen Vortrag durchziehen, Perspektiven schaffen. Wenn ich sowohl den eigenen Mitarbeitern wie auch jungen Menschen, die ich gewinnen möchte fürs Unternehmen, nicht sagen kann, wo die Reise hingeht, dann wird es mir schwerfallen, das Thema Recruiting erfolgreich zu bestreiten. Das Thema Purpose, ja, ist in HR-Kreisen seit ein, zwei Jahren allgegenwärtig. Das ist nichts anderes als den Sinn zu erklären, welche Perspektive bietet das Unternehmen für den Einzelnen, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Und das ist eine Riesenaufgabe in so einem Umbruch. Zweiter Punkt, niemals allein loslegen. Beim Thema Perspektiven schaffen, gucken, mit wem kann ich gemeinsame Ziele verfolgen. Beispiel, dadurch, dass wir in Cottbus sehenden Auges weniger Arbeitsplätze haben werden. Sie haben die Treppe gesehen. Sagt die Politik, gibt Strukturstärkungsmittel, wir machen da was, wir bauen da ein Bahnwerk hin. Und zwar nicht deswegen, weil Cottbus der ideale Standort für ein ICE-Werk ist, da fährt nicht mal ein ICE hin nach Cottbus, sondern deswegen, weil es gewollt ist, damit man Arbeitsplätze schafft. Und dann sage ich, es ist unsere Aufgabe auch als Personaler, diese Perspektive, die sich am Standort ergibt, auch für Teile unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu nutzen. Das geht aber nur, wenn ich mit der DB eng zusammenarbeite. Machen wir. Das Thema Aus- und Weiterbildung. Weiterbildung würde ich dick unterstreichen. Persönliche Entwicklung, da komme ich nachher noch drauf, ist ganz wichtig. Wenn ich da keine vernünftigen Angebote habe, verliere ich sogar die eigenen Mitarbeiter und ich habe keine Argumente für junge Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht gerade erst im Unternehmen anfangen. Das Thema Employer Branding wurde ganz klein geschrieben. Wir hatten es nicht nötig. Das war genau der Punkt. Wir waren ein großer Arbeitgeber. Wir waren der Größte mit entsprechend guten Tarifen. Die Leute sind allein gekommen. Die haben mit 16 als Lehrling angefangen und sind mit 65 in die Rente gegangen. Da war Employer Branding überhaupt kein Thema. Das lief von alleine. Und ich habe schon gesagt, attraktive Rahmenbedingungen. Es nützt auch nichts, wenn ich kurz vor dem Mindestlohn rumkrebse. Da werde ich mir wahrscheinlich schwer tun, zu überzeugen. Diese Folie ist nicht für Sie. Ich habe die mal machen lassen, weil mir aufgefallen ist, dass wir im Unternehmen schlecht sind, das, was wir eigentlich haben, den eigenen Mitarbeitern zu kommunizieren. Das ist die alte Story, tue Gutes und rede darüber. Ich bin mir sicher, das wird in Ihren Unternehmen nicht anders sein. Man hat eine Initiative, man tut was, teils auch sogar tariflich verankert und keiner weiß es. Mir ist es mal aufgefallen, da habe ich nur aus aktuellem Anlass mal wissen wollen, wie denn die Krankengeldfortzahlung bei uns ist, ob das so mit den üblichen 6 Wochen irgendwie einhergeht und dann packt man was drauf, also geht bis zu 1,5 Jahren.
Und das sind Dinge, das wissen die Menschen nicht. Und egal, was sie da jetzt sehen, da sind Sachen dabei, bei uns kalter Kaffee, haben wir alles. Das soll nicht heißen, alles nachmachen. Meine Botschaft ist, kommunizieren Sie das. Das haben wir viel zu lange nicht gemacht. Die eigenen Mitarbeitenden sind die Botschafter, die Multiplikatoren, die auch Dinge nach außen tragen. Und wenn die nicht wissen, was sie an Wohltaten haben, dann brauchen sie das im Recruiting-Prozess gar nicht erst versuchen. Zweiter Punkt, reden Sie miteinander im Unternehmen. Klar geht man davon aus, dass in vielen Bereichen die Kommunikation zwischen Erfahrungsträgern, jungen Kolleginnen und Kollegen gut funktioniert, dass da ein Austausch ist, dass man sich kollegial Wissen vermittelt. Die Erfahrung zeigt aber, das ist eher dem Zufall überlassen. Und mein Hinweis an der Stelle ist, initiieren Sie Mentoring-Programme. Das ist genau das, was wir vorhin gehört haben. Mal in die Lücke reingehen, die Dinge anschieben. Und dann muss natürlich die Fachabteilung und das dortige Management die Themen auch aufgreifen. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, haben das auch im HR mal begonnen und dann aufs gesamte Unternehmen ausgerollt. Das heißt, der Austausch von Erfahrungswissen hin zu jungen Menschen, die das Unternehmen mit frischem Know-how bereichern, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Genauso Entwicklungsprogramme. Auch da sind wir ein paar Sonderwege gegangen. Wir haben uns überlegt, für unsere speziellen Skills, die wir brauchen im technischen Bereich, macht es Sinn, junge Menschen, die zwar über einen Hochschulabschluss verfügen, aber noch kein Studium gemacht haben, bei uns aber erste Erfahrungen im Unternehmen gesammelt haben, ganz bewusst in ein Spezialprogramm in einer Hochschule zu schicken, die mit uns seit Jahrzehnten kooperiert. Das ist in dem Fall Zittau-Görlitz. Das ist so die alte DDR-Kraderschmiede der Kraftwerkstechniker. Und die haben wirklich für uns ein Programm gestrickt, wo wir also sogar mit dem Schichtbetrieb parallel ein Studium machbar machen. Und das wird also von jungen Kolleginnen und Kollegen extrem gut angenommen. Genauso wie die Möglichkeit, im Bergbau sich weiterzubilden. Das ist im Moment auch eher schwierig, da junge Menschen für das Thema zu begeistern. Und das Dritte ist wirklich passgenaue Weiterbildungsmöglichkeiten zu kreieren, die für das eigene Unternehmen stimmig sind. Ich habe hier ein Thema, das ist der zweite Bullet Point in dem untersten Bereich, berufserfahrene Mitarbeiterinnen in Führungsfunktionen entwickeln. Das ist für uns ein brennendes Thema. Die Braunkohleindustrie, man mag es nicht glauben, ist von Alters her sehr stark weiblich geprägt. Das war zu DDR-Zeiten völlig normal, dass auch eine gestandene Frau ihren Mann sozusagen, ihre Frau gestanden hat, auf dem Tagebau Großgerät. Und wir haben bemerkt, dass diese Entwicklung langsam rückläufig ist. Und bei geringem Fachkräftepotenzial in der Region heißt es, wir müssen Frauen für technische Berufe begeistern und auch für die Karriere in diesen technischen Berufen. Und da haben wir gesagt, wir legen ganz bewusst für berufserfahrene Kolleginnen ein Programm auf, um hier eine Entwicklungsmöglichkeit in Führungspositionen zu eröffnen und zeigen damit, dass Karriere bei LEAG auch möglich ist, wenn man nicht unbedingt das Nachwuchsführungskräfteprogramm macht, sondern sagt als gestandene Mitarbeiterin, ich habe meine Erfahrungen gesammelt und ich möchte noch mehr ins Unternehmen einbringen. Beim Recruiting von Akademikern, werden Sie alle selber wahrscheinlich in Ihren Unternehmen machen, klar, das Thema Deutschlandstipendium spielt da eine Rolle. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass es je nach Hochschule eher schwierig ist, dort tatsächlich Zugang zu den Kandidatinnen und Kandidaten zu kriegen. Auch bei der Vorauswahl klappt es manchmal besser, manchmal schlechter. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das parallel dazu auch selbst. Wir legen in unserer Stiftung, die wir haben, ein eigenes Stipendienprogramm auf und versuchen dadurch sehr, sehr intensiv Kontakt zu Studienanfängern zu knüpfen, die man über das gesamte Studium begleitet, immer mal wieder einmal im Jahr einlädt und da ein wirkliches Netzwerk draus baut und auf die Art und Weise sich also den Zugang zu jungen akademischen Fachkräften sichert. Das kostet ein bisschen Zeit, auch ein bisschen Geld, zahlt sich aber aus meiner Sicht deutlich besser aus, als jetzt nur allein auf das Deutschlandstipendium zu setzen. Was für uns in unserem Industriezweig auch notwendig war, ist das etwas angestaubte Image so ein bisschen abzustauben. Also das ist bislang sehr konservativ gewesen und die Weisheit, dass der Wurm dem Fisch und nicht dem Angler schmecken muss, die hat sich noch nicht so ganz umgesetzt. Also wir sind da noch dran. Ich denke mal, es wird andere Branchen geben, die werden lächeln, für die ist das kein Thema mehr.
Aber wenn Sie aus so einem großen Energietanker, sage ich jetzt mal, kommen, dann ist das echt ein Stück Kulturwandel, den Sie da erleben, bis hin dazu, dass man darüber diskutiert, ob man Bewerber in der Stellenannonce auch duzen darf. Also für viele völlig normal, für uns ein großer Schritt. Hier das Nächste. Wir haben Kämpfe mit der IT-Abteilung ausüben dürfen, bis wir überhaupt mal nicht nur bei Facebook, sondern bei Instagram und anderen sozialen Medien eigenen Auftritt hatten. Da waren 1000 Bedenken, Kampf gegen Windmühlen. Das hat Jahre gedauert, bis wir hier unterwegs waren. Und da beneide ich also diejenigen von Ihnen, die ja sehr viel schneller den direkteren Weg zu den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefunden haben. Nächster Punkt, Messen. Nicht die Messe ist das Entscheidende, sondern die Schulklassen hinzukriegen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Wir versuchen, direkten Kontakt zu Lehrern, zu Lehrern, Lehrerinnen zu halten, um auf die Art und Weise genau das, was ich eingangs sagte, nämlich die Chance, die Perspektive, die man gerade in MINT-Berufen haben kann, schon an die Kinder ranzutragen. Also wir erleben immer wieder, dass junge Menschen, wenn sie die Schule verlassen, so diese typischen Top-10-Ausbildungsberufe vor Augen haben und gar nicht wissen, was gerade in der eigenen Region eigentlich der Arbeitsmarkt für Chancen bietet. Und da ist wirklich der direkte Draht zur Schule ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch da, kurzer Erfahrungssatz, es nützt nichts, ein Stück Papier zu machen, Schulpartnerschaft, Direktor unterschreibt, Personalvorstand unterschreibt, schickes Foto machen in die Zeitung. Das Ding muss leben. Und das funktioniert dann, wenn Sie tatsächlich, bei uns sind es meistens die Ausbilder, einen direkten Draht zu den Lehrenden haben. Und dann kriegt man da Bewegung rein und dann haben Sie eine ganze Schulklasse am Stand und haben Menschen, die sich auch für neue Technik begeistern und dadurch auch merken, dass es auch andere Ausbildungsberufe gibt als nur den Kfz-Mechatroniker, wenn es schon mal was Technisches ist. Empfehlungsprogramm. Wir haben aus der Not geboren tatsächlich Geld in die Hand genommen. Und haben also, der eine Teil der Sache ist ja vielleicht nicht so spannend, dass man mal den eigenen Mitarbeitern eine Prämie gibt, wenn sie sagen, ich habe da jemand. Aber wir hatten ein massives Problem mit Lokführern. So, Lokführer werden überall gesucht und bei uns noch mehr. Wir hatten also zuletzt einen massiven Anstieg in der Stromproduktion. Und da muss die Kohle von A nach B gebracht werden. Und wir hatten ganz schnell den Bedarf, Lokführer einzustellen. Und dann haben wir uns gesagt, so, wir schreiben jetzt nicht nur den eigenen Mitarbeitenden eine Prämie aus, wenn sie jemand vermitteln, sondern wir gehen aggressiv an den Arbeitsmarkt und sagen, wer zu uns wechselt, kriegt 10.000 Euro. Gestaffelt, wenn du einen Vertrag unterschreibst, gibt es einen ersten Betrag, nach bestandener Probezeit gibt es einen zweiten, nach einem Jahr gibt es einen dritten Teil. Die haben uns die Bude eingerannt. Ich habe danach Anrufe von der Deutschen Bahn gekriegt, dass der Personennahverkehr in Brandenburg droht, stillgelegt zu werden. Also man hat da echt gemerkt, man kriegt mit solchen Aktionen riesig Bewegung rein. Wir haben das bei Energie Cottbus im Stadion, hier sehen Sie es, auf der Werbebande durchlaufen lassen. Da fuhr dann die Lok ständig im Kreis. Und dann hatten sie irgendwo eine zielgruppengerechte Ansprache. Und das ist das, also ich will jetzt Ihnen nicht sagen, gehen Sie nach Cottbus und machen Sie im Stadion Werbung. Also wer das will, gerne, ich vermittle das. Ich will Ihnen nur sagen, auch da gucken Sie, wen Sie ansprechen wollen und finden Sie den Kanal, von dem Sie überzeugt sind, das ist der richtige. Ich würde jetzt, wenn ich sage, ich brauche Projektentwickler für einen Windpark, würde ich anders vorgehen. Also da muss man immer gucken, dass es einfach vernünftig passt. So, und jetzt das Thema Weiterbildung und Transformation. Das ist für mich eigentlich genau das Entscheidende, um Perspektiven zu schaffen. Für mich überhaupt die Überschrift. Für ein Unternehmen in der Transformation Perspektiven schaffen, Perspektiven kommunizieren. Wir haben uns in unserem eigenen Weiterbildungszentrum, das wir im wunderschönen Spreewald haben, Gedanken gemacht, welchen Beitrag können wir zum gesamten Transformationsprozess in der Region leisten. Und sind dann eigentlich sehr frühzeitig mit einem Partner zusammengekommen, der uns als Braunkohleindustrie nicht so unbedingt als natürlich gegebener Partner gilt, nämlich mit dem Bundesverband Erneuerbare Energie. Und mit denen gemeinsam haben wir Weiterbildungsangebote aufgelegt, die Grundqualifikation, die man in der konservativen Energieerzeugung hat, Mechatroniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker etc., auf diesen Grundprinzipien und diesen Grundberufen aufbauend, die Skills zu vermitteln, die man braucht, um
im regenerativen Bereich entsprechend seine berufliche Karriere fortzuführen. Und das halte ich für einen extrem wichtigen Punkt, zwei Schritte vorauszudenken. Ich habe im Moment noch nicht in Größenordnung in Windkraftanlagen, aber ich zeige dadurch den jungen Menschen, dass sie eine Perspektive im Unternehmen haben. Sie steigen bei uns ein und sie haben die Chance, wenn sie sich engagieren, wenn sie dieses Weiterbildungsangebot annehmen, eine berufliche Vita im gleichen Unternehmen zu gehen, die letztlich die Transformation in ihrer persönlichen Situation gleich aufgreift und widerspiegelt. Wir haben zum Beispiel dort die Green Academy, wo wir letztlich Orientierungsseminare geben, wo wir jungen Menschen zeigen, welche Wege könnten sich ergeben, was ist für sie das Richtige. Wir haben jetzt schon das Thema Lehrgänge für Wasserstoffexperten, wo wir also teilweise ein Stück weit vor der tatsächlichen Situation sind. Und wir versuchen dort auch, wir haben es vorhin gerade gehört, mit E-Learning, also in Kombination, das heißt mit Blended Learning Angebote zu schaffen, die auch während der tatsächlichen beruflichen Tätigkeit im Kraftwerk, im Tagebau auch parallel nutzbar sind. Das sind also alles Dinge, die sicherlich nicht für 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessant sind, aber eben gerade für die Jungen, die zweifeln. Und ich will jetzt mal kurz ein paar Zahlen reflektieren. Als ich in dem Unternehmen angefangen habe, das war 2009, da hatten wir für 200 Ausbildungsplätze, die wir pro Jahr neu zu vergeben hatten, ca. 6000 Bewerbungen. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Du musst keine Werbung machen. Du bist das beste, größte, bestzahlendste Unternehmen weit und breit. Die Leute kommen von allein. 6000 auf 200. Als dann das Thema 2015, 16 mit dem Kohleausstieg aufkam und dann auch zu dem Kohlekompromiss führte, da sackte das brutal ab. Also wir haben für die technischen Berufe gerade noch mal 1,3 Bewerbungen pro Ausbildungsplatz gekriegt. Das war fast nichts. Und durch diese Initiativen, die wir da gestartet haben, Perspektive aufzeigen, das Unternehmen neu ausrichten, auch Pressemeldungen, die zeigen, die LEAG verändert sich, haben wir da ein völlig neues Image kreiert. Also wir haben jetzt zum Jahreswechsel fast alle Ausbildungsplätze für Juli schon wieder besetzt und sehen auch, dass die jungen Menschen uns diese Story, dass wir jetzt zwar gebraucht werden im Braunkohlebereich, aber nach vorne gucken, eine Perspektive bieten, die für sie selbst eine persönliche Entwicklung bedeutet, dass sie uns diese Story auch glauben. Und diese Glaubwürdigkeit als Arbeitgeber ist ein ganz, ganz hohes Gut. Und das müssen sie versuchen zu vermitteln. Das geht nicht mit PowerPoints, sondern das geht mit ehrlicher Ansprache und mit Überzeugungskraft. Und wenn ich jetzt am Ende hier drauf schaue, dann zeige ich Ihnen was ich vor anderthalb Jahren für unmöglich, für vollkommen ausgeschlossen gehalten hätte. Wir haben, nachdem wir jahrelang abgebaut haben und uns eigentlich mit dem Thema Braunkohleausstieg, Restrukturierung befasst haben, 1000 neue Menschen im Unternehmen eingestellt, die uns also gerade in der jetzigen Zeit über die Energiekrise hinweg helfen. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Purpose, ja, wo ich sagen kann, ihr könnt hier für die Gegenwart was wuppen, ihr leistet der Gesellschaft einen Dienst und auf der anderen Seite sind wir ein Unternehmen, das nach vorne blickt und wo man diesen Wandel für sich selber auch in seiner persönlichen Biografie mit aufgreifen kann. Und das vielleicht mal so als kleines Beispiel aus der Praxis, was es bedeutet, im Recruiting, im Talentbereich Wege zu gehen, die Perspektiven schaffen und damit vielleicht den einen oder anderen zu überzeugen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Für Fragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung und ich hoffe, dass Sie ein bisschen was vielleicht an kleinen Anregungen mitnehmen können. Das würde mich sehr freuen. Dankeschön, Glück auf. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für diesen tollen Vortrag aus einer sicherlich herausfordernden Industrie der Zeit, weil ja doch sehr, sehr viel im Wandel ist. Gibt es denn hier schon Fragen? Ja, ich sehe direkt eine Hand. Ja, erst einmal sehr schöne Kampagne auf jeden Fall. Mir scheint aber also sehr viel was gemacht. Also ihr füllt ja gerade die Plätze, das ist ja schon mal, es scheint ja auch offensichtlich einen Erfolg zu haben. Aber irgendwann werdet ihr trotzdem dieses Strukturproblem in der Laufzeit haben. Wie genau geht ihr damit um und denkt, dass jetzt genau diese Konzepte in 5, in 10, in 15 Jahren, sowas wie in Richtung Relocation Strategies, also dass man gezielter Leute in anderen Regionen anspricht, Wohnraum, Kooperation, Politik, gibt es da Planungen?
Also ich denke, dass wir in andere Regionen gehen, das wird eher im benachbarten Umfeld sein. Ich habe jetzt schon eine Partnerschaft mit einigen polnischen Woiwodschaften tatsächlich im Auge, wo wir also auch den polnischen Arbeitsmarkt kennen, was aber kein Selbstläufer ist. Das muss man auch sagen. Da muss man auch wissen, wie man in Polen eine Stellenannonce formuliert. Das ist das eine. Das andere ist aber vielmehr, dass wir versuchen, unsere Ressourcen wirklich zielgenau einzusetzen. Und das bedeutet, was wir gerade machen und auch schon sehr weit getrieben haben, ist eine Personalplanung, die im Idealfall uns als HR in die Lage versetzt, nach Qualifikationsebenen geordnet und nach Skills geordnet zu versuchen, jetzt schon jedem Mitarbeiter annähernd zu sagen, wo, an welchem Standort, in welcher Funktion er im Zuge des Ausstiegs eingesetzt wird. Das wird mit Versetzungen, mit Qualifikationen zu tun haben, aber genau das machen wir, um eben nicht in so eine Besetzungslücke reinzurauschen. Ja. Also auch vielen Dank für den Vortrag, das war sehr spannend. Sie haben ja diese Statistik gezeigt mit dem Ausstieg bis 38 und mit dem, was dann sozusagen wegfällt. Und jetzt aktuell über 7000 Mitarbeiter, haben Sie ungefähr eine Ahnung, wie sich diese Anzahl in dieser Zeit dann mit der Transformation erneuerbarer Energien etc., Sie machen ja sehr viele neue Geschäftsfelder, wird die Anzahl sich ungefähr erhalten oder also gibt es da schon eine Rechnung oder wird es eher weniger oder ist das so, weil dann auch natürlich relevant für die Region etc.? Absolut, also ich bin da in einer ziemlich interessanten Diskussion mit unserem Vorstandsvorsitzenden, weil ich habe schon das Ziel und das ist auch etwas, was wir mit der Politik besprochen haben, dass wir am Ende, wenn wir 2038 mal vor Augen haben, bei der LEAG zwar keine 7000 mehr, aber irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Mitarbeitende haben werden. Und wir haben jetzt eine Zahl auch in den Medien veröffentlicht, wo also von 1.500 die Rede ist. Das sind aber dann wirklich nur die Regenerativen. Was man auf der anderen Seite sehen muss, wir haben vieles an begleitenden Dienstleistungen, Instandhaltung für Großgeräte etc., was wir für vermarktbar halten. Und dazu müssen wir ja danach auch noch ein bisschen aufräumen. Das heißt, das Thema Rekultivierung wird uns ja auch noch lange beschäftigen. Vor dem Hintergrund halte ich also irgendwo so was zwischen 3.000 und 4.000 für durchaus realistisch. Vielen Dank. Sehr gerne.